Konstantin Filippo zeigt heute Garnelen Saganaki mit Feta, rotem Paprika und Chili. Tomaten einschneiden, blanchieren, in Eiswasser legen und die Haut abziehen. Vierteln, entkernen und das Tomatenfruchtfleisch mit Salz und etwas Olivenöl pürieren. Die Paprika schälen, entkernen und das Fruchtfleisch fein hacken. Zwiebel, Knoblauch und Paprika in Olivenöl anspitzen. Mit Weißwein ablöschen. Die pürierten Tomaten zugeben. Mit Chili, gehackter Petersilie, Thymian und Oregano abschmecken. Mit Salz und Pfeffer würzen und etwa 30 Minuten zu einem Brei köcheln lassen. Die Bio-Garnelen schälen. Den Darm entfernen, dabei Kopf und Schwanz daran lassen. Kurz abspülen, trocken tupfen und in etwas Olivenöl beidseitig anbraten. Mit den pürierten Tomaten bedecken und mit Feta-Stücken bestreuen. Im auf 200 Grad vorgeheizten Backrohr bei Oberhitze 5 bis 10 Minuten überbacken. Danach mit gehacktem Thymian bestreuen. Am besten die Auflaufform in der Tischmitte platzieren und jeder kann sich nach Belieben selbst nehmen. Wir wünschen guten Appetit!